Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, dieses Projekt gibt's auch noch. Ja, ich weiß, kommt zwar nur sehr selten, aber ich versuche, ich habe es letztes Mal auch gesagt, sollen mehr Parts kommen, aber sind nicht mehr Parts gekommen, aber jetzt versuche ich es wirklich. Ich habe im Moment noch kein neues Projekt, also hiervon wird jetzt auch ein bisschen mehr kommen. So, wir waren, glaube ich, auf dem Weg nach Land. Es geht, ja, kehre zurück nach Land, das ist gut an diesem Spiel. Man drückt L1 und man weiß direkt, wo man hingeht. Aber hier ist ein Skit. Ja, Cherry war noch ein bisschen sauer auf uns aus unbekannten Gründen. Aber naja. Skit. Hey, remember that guy at the Night Academy? Well, he gave me permission to graduate. How wonderful for you. Ouch. Thanks. But if I'm not mistaken, wouldn't a King's Knight have to stay in the capital? No, because I'm still technically a student. And besides, the captain wants my report on the situation in Lant. I see. So you'll return to the capital when the matter is settled? Yeah, but I'll be in Lant for a while yet. I'm worried about my mother. Then I guess we should get moving. Ouch. Sharia. Aua. Ja. Was soll das? Oh geil. Brot. Hamla, hamla, hamla. Ah, das ist das Handbuch zum Handanlegen. Soll ich etwas dazu erzählen? Ja, bitte. Mit dem Handbuch und Handanlegen kannst du Kämpfe im manuellen Modus bestreiten. Okay, ja. Ach ja, ich spiele auf manuell. Stimmt ja. Ja, das ist gut. Dein Buch der Monster? Ja, da ist ein Buch, wo viel über Monster drin steht. Ich kann es mir schon denken. So, ich muss mal kurz gucken. Ich auf manuell. Gut. Dann weiß ich auch, was zu tun ist. Ich muss mich zwar in dieses Spiel wahrscheinlich wieder einarbeiten und einspielen, aber das Spiel habe ich so durchgesuchtet, als es rausgekommen ist. Ich glaube nicht, dass ich das verlernen werde. Verdammt. Stimmt ja. Wir haben eine begrenzte Objektanzahl hier. Weil dieser Umstieg immer wieder von Tales of Celia auf Tales of Graces. Aber egal. Werde ich schon packen. Ich schätze, meine Titel sind alle noch gut ausgerüstet. Ja, lass mal erstmal. So, Fisch, komm her. Jetzt habe ich nichts links. Sagen. Ah ja, und Sherry kämpft, glaube ich. That should buy us some time at least, right? Wie sieht man jetzt zum ersten Mal im Kampf? Kann das sein? Im Moment bin ich stärker als jeder andere in meinem Dorf. Was ich damit beweisen kann, indem ich alle Monster aus dem Weg gegangen bin und überhaupt nicht im Kampf teilgenommen habe. Mhm. So, hieb, hieb. Muss ich mal darauf achten, diese Attribut. Titel, um so eine Bitch zu bekommen. Deswegen sollte ich hier öfter ein. Also immer die Schwächen ausnutzen der Gegner. Mir fällt auf, keine Tutorials. Ja. Wir haben einen rostigen Nadel bekommen. Geil. Oh, ich hatte gar nicht geplant, hier hochzulaufen. Ja, und hier ist sowieso nichts. Ja. Wenn wir schon mal hier oben sind, aber hier oben ist ja nichts. Ja. Oh. Glitzer, Glitzer, Abfall. Yes. Okay, let's do this. Weich aus. Na gut. Wenn es sein muss. Verdammt. Weich aus. Weich aus. Verdammt. Will ich nicht hin. So, jetzt. Rettung. Weich haben. Oh. Ja, das sollte uns etwas Zeit. Warum sagt ihr immer das gleiche? Malik hat auch immer das gleiche gesagt nach dem Kampf. Immer und immer und immer wieder. Nur ist er am Ende nicht mehr so. Ich habe halt auch was mit dem Titel zu tun. Stark. Aua. Ich weiß noch gar nicht, welche Dinge auf A. A oder E-A gehen. Ich glaube eher auf E-A. Level hoch. Geil. Attributkennartikel. Oh, wo wir schon von Attributen reden. Schwachpunkt-Timing. Um ein wahrer Kampfmeister zu werden, solltest du alle Schwachpunkte eines Gegners so schnell wie möglich treffen.
Sobald du einen getroffen hast, musst du den nächsten innerhalb einer bestimmten Zeit treffen, um die Kombo aufrechtzuerhalten. Das heißt, Gegner haben bestimmte Attribute, zum Beispiel Vogel und was weiß ich. Man hat Attacken, die diese Attribute haben. Und wenn man mit diesen Attacken die entsprechenden Gegner trifft, dann zieht das mehr Schaden ab und so weiter und so fort. Und was ist das denn? Das ist ja voll kacke. ausweichen. Bank FP, nicht in aktiver Gruppe. Kreis verteidigen. Hier. Nee. Eissachen hat es ja. Warte mal noch. Nichts. Hier. Physischer Angriff. Minimal ist klar, ja. Ja, das haben wir noch nicht so viel. Da macht noch nicht so viel Unterschied. Na, eigentlich doch. Ich muss ja immer auf die Nutzung gucken. Aua. Weil ich werde die wahrscheinlich offscreen irgendwie so später hier auf den, ich weiß nicht, schweren Schwierigkeitsgrad. Muss ich mal gucken. Hier. Ja, schwieriger können wir auch gar nicht, stimmt. Müssen wir erst freischalten. Ich habe einen jungfräulichen Spielstand wieder angefangen. Wie auch immer. Wäre wahrscheinlich hier offscreen die ganzen geil. Naja, es gibt hier, das habe ich schon mal erklärt, wenn man eine Art mal 100 Mal oder so anwendet, dann bekommt man auch den entsprechenden Titel dafür. Da werde ich wahrscheinlich alles offscreen machen. Oder ich werde offscreen so hoch leveln, bis die irgendwann kurz davor sind, aufgelevelt zu werden und was weiß ich. So, das geht, ne? Okay. So, ab nach Land. Bin da, wenn noch. Hi, der Fürst ist back. Oder angehender Fürst. Bailey. Sharia, come quickly. Frederick has been captured by the Fendalian army. Grandpa, no. Those Kurs have launched a full-scale invasion of Lant. Please forgive me. I was with Frederick at the time, but was unable to protect him. When we are finished, I am prepared to accept full punishment for this failure. But first, we must attempt to rescue Frederick. Right. Where did you last see him? Near the main skirmish between the border fortress and Lant Hill. All right, I'll leave at once. I'm coming too. We can't let those Fendalian brutes take Frederick. Come on, Sharia. Warum sie ausgerechnet Frederick mitgenommen haben? Keine Ahnung. Aber naja, ist nun mal so. So, kaufen, genau. Mal den Mixer an. Stempel. Ach ja, stimmt, wir haben wir jetzt. Ich weiß nicht. Was haben wir denn waffenmäßig? Oh, geil. Oh, geil. Teuer. Aber lohnt sich. Oder soll ich lieber hier auf Dings gehen? Ich hab schon eins, was? Hallo? Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Was sagt denn? Mein Gott, was habe ich denn gemacht in den letzten Parts? Warum können wir hier Bänder und so weiter kaufen? Oh Gott, wen habe ich denn immer? Ich habe ihn immer mit der dicksten Verteidigung gegeben. Ja. Das sind hier diese Schutz, diese Brustpanzer. Was soll ich ihr lieber was geben? Geben wir erstmal ihm was. Boah, 14 Stompel. Boah, was ist das denn? Damit können wir jetzt Reis kaufen. Yeah! Okay. Und Apfel. Äpfel, Äpfel. Wir haben keine Zeit vom Wege. Wir haben nur Zeit für Äpfel. Für Äpfel muss man immer Zeit nehmen. Also bei Nordlandstraße zur Grenzfeste, ja. Oh, Truhe. Und ja, Plüschnoko. Okay. Ja, Schätze habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich weiß aber jetzt noch was Schönes.
Seit er sich noch ein Kind war, hat dieser Hund immer schon hier geschlafen. Ich glaube, er ist tot. Ich meine ernst, ich glaube, der ist tot. Er hat sich noch nie in diesem Spiel bewegt, wenn ich mich nicht irre. So. Wo ist hier die Windmühle? Gehen wir mal da hoch. Oh. Lord Windguard. Okay. Ich weiß jetzt nicht, dass da eine Entdeckung ist. Da, da ist eine Truhe. Und da drin haben wir die magische Karte Nummer 29, Minzkarte. Ich habe die Stimmen meiner Mutter gehört. Bekannt aus Tales of Phantasia. So, und jetzt weiter. Jetzt weiter mit der Story. Ich weiß, Tales of Zilla gehe ich ein bisschen gemütlicher an hier mit der Story. Aber hier will ich mal ein bisschen... Ja, wie will ich das professionell ausdrücken? Schneller machen! Ja. Entschuldigung. Quest. Quest. Skid. Nein. Daneben Monster. Monster. Komm her! Boah, sind das viele. Boah. Jetzt nochmal geht es denn noch. So, ich muss jetzt eigentlich mehr das Ding abholen. Boah, mehr. Dazu komme. So, mehr. Mein Gott, hör auf, mich zu unterbrechen. Mann. Spiel ist auch schwer eingestellt. Ich muss aufpassen. Ich muss meine Charaktere gut leveln. So, darf ich jetzt mal? Nein, durfte ich nicht. Ich darf nicht mal meine A-Arts kommen, muss ich jetzt zu Ende machen. Seraphim-Blitz-Adepten-Titel. Cool. Direkt ausrüsten. Gegen Wirkzeit und so, glaube ich. Also nicht. Erkenntnis. Erkenntnis benutze ich nie. So, sie hat jetzt hier den Dingens, den Seraphim-Blitz-Titel bekommen, weil sie. Keine Ahnung, ich nehme an, 45 Mal oder 40 Mal jetzt sehr viel Blitz eingesetzt hat. Ein hübsches Band. Perfekt. Boah, nun zwei mehr. Und Moschreißer. Okay, kannst du mich heilen, Sherry? Danke. Hast du mir vergeben? Nein. Okay. Okay. Boah, ich brauche unbedingt mehr. Boah, mehr CC. Ich weiß nicht, ob ich mehr fahren muss. Vielleicht hier nochmal. Keine Kombination. Ich weiß gar nicht, wie heißt die nochmal? SK, genau. Boah, ich habe die Zahl noch nicht mal, den Buchstaben noch nicht mal gesehen und mir ist halt eingefallen direkt. So, Biene, Glitzerding, Apfel, Kampf. So, ich brauche eine Heilung. Danke. Ich auch, Sherry. Warte mal. Geht ihr auf Sherry los? Nein, okay. Warum nicht? Warum nur auf mich? Aua, aua. Danke. Gut ist, die Angriffe können immer stärker werden, wenn man die öfter ein Titel dazu bekommt. Weil im Moment ist das noch ganz schön mickrig alles. So, hier. Aua. Let's keep moving. Shockband Adept-Titel. Ja. Hier, nee. Hier. Ja. Boah, ich. So, schaffen wir den noch? Ja, komm, den schaffen wir auch noch, ne? Wir gehen die Kämpfe ja ruckzuck. So. Zack. Vielleicht haben wir auch noch Dingen voll. Aua, aua. Ja, jetzt aber, komm. Ungern hier mitten im Kampf machen. So, jetzt kommen wir. Damn. Hey, drei. Aua.
Aua. So. Komm schon. Wird knapp. Aber nicht knapp genug. Ja, Qualitätskontrolle. Ja, gute Ausrüstung. Aber keine Ahnung, egal. Ja, ich würde sagen, das war's dann hier von Let's Play Tales of Graces F und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss.